Auf unserer Reise durchs Mittelmeer fahren wir nun nach Spanien für unseren Hauptgang Lammrücken mit mediterranem Ofengemüse. Bei dem Lammrücken muss ich jetzt nur noch die Sehne entfernen, denn wir werden den Lammrücken im Ganzen in der Pfanne anbraten und anschließend in den Ofen geben. Die Sehne muss deshalb weg, weil die Sehne wird zäh. Generell, wenn man eine Sehne entfernt, gibt es auch einen kleinen Trick. Schneid einmal hier rüber, zack, halt's dann fest und dann kann ich mit einem sauberen Schnitt die Sehne entfernen. Ich schneide jetzt an dem Rücken nicht so viel rum, denn wir wollen schön rustikal, wie man in Spanien auch in den Restaurants isst. Mit Fett, mit den Knochen, wir werden hier nicht viel rumputzen. Genau so werden wir es in die Pfanne geben. Bevor ich das Lamm in die Pfanne gebe, werde ich es nochmal einmal ordentlich würzen. Von beiden Seiten mit Salz, etwas Olivenöl. Ab in die Pfanne, von beiden Seiten ordentlich anbraten. Bisschen Thymian. Zwei Knoblauchzehen. Ich lasse auch beim Knoblauch die Schale dran, denn es schützt den Knoblauch, dass er nicht bitter wird und auch nicht verbrennt. Bisschen Rosmarin. Und jetzt circa von jeder Seite halbe bis eine Minute anbraten. Der Lammrücken rundherum schön angebraten. Jetzt gebe ich ihn aus der Pfanne raus. Lass das Lamm erstmal noch am Brett liegen. Die Pfanne nehmen wir genau für unser Gemüse nochmal her. Also wir brauchen keine neue Pfanne dafür. Wir nehmen genau dieselbe für Paprika, etwas Oliven, Kirschtomaten, schön mediterran. Kartoffeln, schöne dünne Scheiben schneiden. Dann nehmen wir circa 3 Kirschtomaten dazu. Die schneide ich so, dass das Grün an der Kirschtomate noch mit dabei ist. Jetzt schneiden wir einmal ordentlich rein, ruhig bis zur Hälfte, denn die Tomate soll sich auch richtig vollsaugen mit den ganzen Aromen bis in die Mitte. Ein bisschen Babylauch dazu, das brauchen wir nicht mehr portionieren, das geben wir ganz grob mit dazu. Gelbe Paprika, rote Paprika, orangene. Dann einfach ganz grob schneiden, zack, so Dreiecke. Zwei Knoblauchzehen dazu, einmal draufhauen, zack, und eine halbe Zwiebel. So, zwei, dreimal durchschneiden, das genügt. Dann holen wir unsere Pfanne wieder auf den Herd, geben hier nochmal volle Power. So, wenn die Pfanne heiß ist, geben wir als erstes unsere Kartoffeln rein. Die Kartoffeln brauchen nämlich am längsten. Anschließend die Paprika dazu, einmal durchschwenken, die Zwiebeln. Kirschtomaten und unser Lauch. Jetzt die Pfanne noch mal ordentlich abschmecken und zwar mit Salz und Pfeffer. Knoblauch, Thymian haben wir ja schon alles drin. Die Knoblauchzehen noch mit dazu. Ein paar Mal durchschwenken und ab in unsere Reine. So, dann legen wir unser Fleisch noch dazu. Legen wir schön oben aufs Gemüse drauf. Bei 160 Grad, circa 10 Minuten, kommt es jetzt in den Ofen. Während unser Lamm im Ofen ist, schneiden wir schon mal grüne und schwarze Oliven als Dekoration in kleine Ringe. Beim Schneiden immer schauen, dass man die Finger zusammenhält, damit man sich nicht schneidet. Und mit diesem Finger führe ich immer das Messer. Die Oliven sind geschnitten. Ich schaue mal im Ofen nach, wie weit unser Fleisch ist. Jawohl. Das sieht gut aus. Ich mache den Ofen mal aus. Wir lassen den Lammrücken im Ofen sich jetzt entspannen. Der Fleischsaft verteilt sich jetzt immer ordentlich. Denn würden wir das Fleisch sofort rausnehmen, aufschneiden, hätten wir den ganzen Fleischsaft auf dem Schneidebrett und es würde zäh werden. Jetzt verteile ich das ganze Gemüse mit den Kartoffeln auf den Teller. Ja, schön weich alles geworden, alle denselben Garpunkt. Paprika sind auch nicht zu weich, schön knackig. Jawohl, schauen wir hier mal rein. Schön rosa, super. So, ein bisschen mit den Knochen verhaken, dann bleibt es schön stehen. So, dann garnieren wir mit unseren Oliven. Etwas drüber aus. Und als Garnitur ein bisschen frischen Rosmarin. So. Unser Hauptgericht aus Spanien: Lammrücken mit mediterranem Ofengemüse.
Wenn Sie Lust bekommen haben, dieses Gericht nachzukochen, das Rezept finden Sie in der Beschreibung. Ich würde sagen, buen provecho oder guten Appetit.